Sie sind da, die Shiny Pokémon sind da, zumindest zwei Stück davon. Und damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Gestern um 21 Uhr startete das Wasserfestival oder auch Wasserevent oder auch Lapras Event, denn ebenfalls die Lapras-Rate ist erhöht worden. Und ganz still und heimlich hat Niantic, ohne es anzukündigen, Shiny Carpador und folglich auch Shiny Gyarados ins Spiel implementiert. Carpador ist Gold und Gyarados dann Rot, also das komplette Gegenteil von Blau. Rot ist das Gegenteil von Blau. Auf jeden Fall, zwei ziemlich epische Geschöpfe kann man jetzt in der Wildnis finden und ich werde nun alle Infos raushauen, die es so zu Shinies in Pokémon Go gibt. Die Spielszenen, die man jetzt so sehen kann. Gestern Nacht war ich direkt nach 21 Uhr unterwegs. Angefangen Stadtpark und dann so Donaukanal. Das ist in Wien ein ziemlich riesiges Wasserbiom, wo auch häufig Carpador ohne Event auftauchen. Und Malandratini, Anton, Goldini, also Wasser ohne Ende. Zwar nicht nur, aber viel. Und dort bin ich rumgerollt mit meinem Roller. War schon ziemlich spät, also ich habe mal ausnahmsweise nicht alles eingesammelt, was ich normalerweise immer tue, aber mit Roller, ich hasse das, da hat man keine Hand frei und so, habe ich versucht, eher so auf Kanimani, Dratini und dann auch Gyarados-Jagd vielleicht zu gehen. Aber zu diesen Pokémon dann später mehr. Zuerst mal die Shinies. Ich muss sagen, Carpador ist das wohl häufigste Pokémon, welches man im Event antreffen kann. Und das nicht ohne Grund. Denn mit diesem Pokémon möchte oder hat Niantic die Shinies ins Spiel eingeführt. Warum genau Carpador und Gyarados? Das wissen vielleicht manche, die die Serie damals geschaut haben. Immer wenn man in diesem Fall an Shiny Pokémon denkt, fällt einem Gyarados ein. Weil dieses rote Gyarados, das zieht sich durch die Anime-Serie wie ein roter Faden. I see what you did there. Das rote Gyarados, genau. Ein episches Pokémon und wir dachten zwar eigentlich, also ich dachte es, um ehrlich zu sein, dass wenn Shinies kommen, dass sie alle direkt erscheinen, aber nö, zum aktuellen Zeitpunkt ist nur von Shiny Carpador und Gyarados die Rede. Jetzt ein paar Fakten zu Shinies in Pokémon Go. Nummer 1, man sieht sie nicht auf der Weltkarte als Shiny Pokémon. Bedeutet also, ein herkömmliches Carpador tippt man an, dann landet man im Kampf und erst dann wird es shiny. Also im Kampf sieht man es dann tatsächlich schon als shiny Pokémon. Das ist mal Punkt Nummer 1. Das heißt, man muss in der Tat, auch wenn man nicht alles fangen möchte, zumindest mal alles antippen, um herauszufinden, ob es denn ein shiny ist oder nicht. Nummer 2, man kann auch nicht seine Freunde fragen, zum Beispiel, hey, dieses Carpador war bei mir shiny, komm, tipp's an und du musst es einfangen. Nö, das funktioniert nicht, denn anders als es zum Beispiel bei den Attacken so ist oder bei den Wettkampfpunkten, wenn man das identische Trainerlevel hat oder die IV, das sind auch immer gleich, wenn zwei Spieler das identische Pokémon fangen. Bei Shinies ist es nicht so. Die sind individuell und das Spiel würfelt das wohl so zufällig aus, von Spieler zu Spieler. Wenn jetzt also ein Freund von mir ein Shiny Carpador fängt, mich anruft und ich dann schnell dorthin düse, dann ist das bei mir zu 99,9% kein Shiny Pokémon. Natürlich, wenn es der Zufall so möchte, dann haben wir so ein ultimatives Glück, dass beide ein Shiny erhalten, aber nö. Die sind nicht identisch mit anderen Spielern. Außerdem können Shiny-Pokémon ganz normal individuelle IV-Werte haben. Bedeutet, es ist leider, finde ich, irgendwie doch nicht so, dass ein Pokémon mit perfekten IV Shiny ist, automatisch, sondern, weil ansonsten hätte jetzt jeder schon einige Shinies, wenn sich die alten 100% IV-Pokémon einfach zu Shinies verwandelt hätten. Nein, es kann auch ein Shiny Carpador mit 0% IV geben, rein theoretisch. Entwickelt man ein Shiny, dann ist auch die Entwicklung Shiny, wäre ja ansonsten irgendwie schade, oder? Also Shiny, ich sage so oft Shiny, schillernde Pokémon kann man auch auf Deutsch sagen, aber ein schillerndes Carpador hört sich nicht so interessant an wie ein Shiny Carpador.
Genau, das heißt, ein Shiny Carpador wird zu einem roten Gyarados und genauso wird es wahrscheinlich auch bei allen anderen Shiny-Pokémon sein, die vielleicht irgendwann mal folgen werden. Wer die nicht kennt, wer die alten Pokémon-Spiele nicht gezockt hat und wer wissen möchte, wie die Shinies so im Allgemeinen aussehen, ich habe auf meiner Website einen Artikel veröffentlicht und da einen kleinen Shiny-Pokédex zusammengestellt. Mein Favorit so, also Glurak, sieht schon sehr genial aus. Und Gyarados finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, aber da gibt es noch so einige, die Farben tanzen da komplett aus der Reihe. Genau. Dann noch ein paar weitere Infos. Möchte man ein Shiny-Pokémon verschicken, warum auch immer, dann kommt, obwohl man das Pokémon nicht als Favorit markiert hat, eine Benachrichtigung. Oh, Achtung, möchtest du dieses Pokémon verschicken? Denn es ist ein Shiny. So in der Art. Das heißt, das Spiel weiß, ja, die sind ultra selten. Die will man eigentlich nicht verschicken. Warum willst du das jetzt tun? So, denn bei manchen, sag ich mal, vielleicht so Shiggy-mäßig da, erkennt man den Unterschied eventuell nicht sofort, wenn man abgelenkt ist und so nebenbei fängt. Aber ich meine, bei so einem roten Gyarados, da läuten alle Alarmglocken. Ja, das muss irgendwie besonders sein. Apropos Gyarados, das normale Gyarados und das normale Carpador, da haben sich auch die Farben so ein bisschen geändert. Das sieht so fast irgendwie schwarz, dunkelblau mäßig aus. Manche, keine Ahnung, da dachte schon der eine oder andere am Anfang, dass das jetzt ein Shiny oder Special Pokémon ist. Nö, ist es nicht. Die haben einfach nur wieder die Farben ein bisschen geändert. Ja, und zum Wasserfestival noch. Welche Pokémon gibt es? Nummer 1 ganz klar, Carpador. Shiggy kommt ab und zu vor. Kanimani wurde ja auch im offiziellen Beitrag erwähnt. Aber ich muss sagen, ich habe an diesem Abend kein einziges Kanimani gefunden. Das heißt, das hält sich wohl in Grenzen, dürfte eines der seltensten Wasserfestival-Pokémon sein. Hat doch, glaube ich, nicht so viel mit einem Wasserbiom zu tun, Kanimani. Oder ich habe das Pokémon auf jeden Fall noch nie zufällig so einfach in einem Wasserbiom gesehen, sondern nur Nester oder spezielle Fundorte. Und Tratini ohne Ende. Ich weiß nicht, ob das so bleiben kann, denn ansonsten hat nach diesem Event, wer zumindest in einem Wasserbiom lebt, 10 Dragoran, nicht Gyarados, aber wir haben an diesem Abend locker 5 Tratini oder so gefangen. Innerhalb kürzester Zeit, da kam eins nach dem anderen, das war richtig krass. So, und dann will ich am Ende noch einen Turtok-Kampf zeigen, weil der benötigt Erklärungsbedarf. Kam so ein Turtok an, das heißt ja auch, dass die Entwicklungen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit kommen, also Tentacha gibt's häufig, Tentoxa aber ebenfalls ab und zu, Remoraid, aber auch Octillerie und so weiter und so fort, also sämtliche Wasser-Pokémon der ersten und zweiten Generation. So taucht ein Turtok auf, ganz wenige Wettkampfpunkte, dachte ich mir, okay, das ist interessant jetzt, ein Turtok, 10 Bonbons als Belohnung, wenn ich da eine Sananabeere verwende, das wäre ja echt krass, oder? 20 Bonbons mal ausprobieren, denn das Turtok hätte ich sowieso verschickt mit diesen Wettkampfpunkten. Jo, füttere eine Sananabeere, treffe und Turtok macht einfach den Incognito-Move und flüchtet nach dem ersten Mal ausbrechen mit diesen Wettkampfpunkten. Sorry Leute, das gibt's nicht, das kann echt nicht sein. So ein Pokémon kann doch nicht nach einem einzigen Mal ausbrechen flüchten. Ist ja fast schon so, als ob die Sananabeere die Fluchtchance um 50% erhöhen würde oder so. Ich meine, ich hatte schon Turtok-Kämpfe in der Vergangenheit, da ist Turtok mit jeweils Himbeere und Hyperball und Großartig irgendwie 10-mal ausgebrochen und ich übertreibe nicht und danach habe ich es erst gefangen und wenn ich einmal die Sananabeere verwende, flüchtet es beim ersten Mal. Kommt, das könnt ihr nicht ernst nehmen, meinen, nehmen, wie auch immer. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Oh Mann. Ist jetzt egal in diesem Fall, bei einem Dragoran hätte ich es dann wohl eher nicht gemacht, obwohl ich da auch Leute sehe. Ich meine, das sind 20 Dragoran-Bonbons unterm Strich, aber bei einem Dragoran würde ich es definitiv nicht tun. Dragonier eventuell, naja, das Turtok hat mir da gestern definitiv den Stinkefinger gezeigt, 2-stellige Wettkampfpunkte, Hyperball und nach dem ersten Ausbruch flüchtet es. Okay, warum nicht? Ich meine, ja gut, habe ich gesagt, ja gut, das habe ich. Ja. Immerhin ist mir, glaube ich, schon seit Wochen kein Taubsi mehr geflüchtet, also man muss alles irgendwie positiv sehen, oder? Außerdem kann man mal im Shop vorbeischauen, bei der Avatar-Anpassung, da gibt es jetzt einen brandneuen Hut, nämlich die Carpador-Mütze, für jeden Spieler kostenlos. Ich habe sie direkt, wie man unschwer erkennen kann wahrscheinlich,
direkt ausgerüstet, angezogen, aufgesetzt, wie auch immer. Und streife jetzt als Spieler durch die Welt, der gerade von einem Carpador gefressen wird. Ist doch auch was, oder? Also, abschließende Worte zum Event. Es läuft vom 22. März 21 Uhr bis zum 29. März 21 Uhr. Und Carpador ist gleich Taubsi und Radfratz kombiniert, würde ich sagen. Das heißt, man kann das Event nutzen, um die Goldmedaille zu bekommen. Bei der Carpador-Medaille eben für XL. Und genau, Lapras habe ich jetzt in einer Nacht nicht gefunden. Soll aber laut Reddit auch häufiger auftauchen, allerdings nicht so häufig wie Carpador natürlich. Ja, und das ist es eigentlich so. Über die genaue Chance eines Shiny Carpador ist jetzt, glaube ich, noch nichts bekannt in Pokémon Go. Jedoch, also wenn man so im Internet ein bisschen liest, dann wirkt es nur so, als wäre die Chance so ultra hoch. Man muss aber auch bedenken, dass es hunderttausende Spieler gibt, die gestern bestimmt jeweils 10, 20 Mal Carpador gefangen haben. Und natürlich sind da hunderte, tausende dabei, die ein Shiny-Pokémon bekommen und das dann posten. Aber es wird bestimmt nicht jeder innerhalb kürzester Zeit ein Shiny-Carpador bekommen. Das dauert. Die sind eigentlich ziemlich selten. Aber wenn ich so auf YouTube jetzt gerade ein bisschen rumscrolle, in Facebook-Gruppen oder auf Reddit, dann bekommt man so das Gefühl, dass jeder mittlerweile schon ein Shiny-Carpador hat, nur ich nicht. Aber keine Sorge, die sind selten und die sollen auch selten bleiben. Wer nicht fangen möchte, zumindest jedes Carpador mal antippen. Eventuell ist ja ein goldenes dabei. Und kleiner Fun-Fact am Rande, zum aktuellen Zeitpunkt, wenn sich ein Shiny Carpador in ein Ditto verwandelt, dann ist das Ditto nicht Shiny. Ob sich das später mal ändert, wenn ein Shiny Ditto auch im Spiel ist, weiß ich noch nicht. Würde eigentlich Sinn ergeben. Aber genau, für jetzt würde ich mal sagen, war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.